Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Gold. Mein Name ist Hennig Imschek und es geht heute darum, dass die bunte, scheue Mama unten von der Terrasse jetzt kastriert und gechippt ist. Ich habe sie heute Morgen gleich mit dem Kescher gefangen. Die ist ja nicht mehr so aggressiv, weil ja ihr kleines schwarzes Kitten schon ein bisschen größer ist und das gelbe Kitten ist ja schon seit einigen Tagen bei Immunitaser. Das war ja sehr krank und dem geht es jetzt auch wieder gut und die Immunitaser will das halt auch behalten. Sie will auch gerne das schwarze Kitten aufnehmen und das ist aber sehr scheu. Da muss man schauen, wie man das fängt und das auch dann eventuell zu ihr bringt. Dass es auch natürlich erst vom Tierarzt abgecheckt wird und auch entwurmt und auch gegen Flöhe besprüht wird. Denn die meisten Katzen zu dieser Jahreszeit haben ja auch Flöhe. Da kommt man halt nicht gegen an, weil die haben halt Fell und die haben halt dadurch auch alle zu dieser Jahreszeit immer Flöhe. Die muss man halt regelmäßig dann einsprühen, dass sie das nicht haben. Und wenn sich hier die kleinen Kitten halt immer so jucken, dann weiß ich auch, dass die Flöhe haben und der Tierarzt sprüht sie dann halt immer sofort ein, wenn ich sie dann auch zum Tierarzt zur Kontrolle bringe. Ne? Ja, und wie gesagt, heute Morgen hatte ich sie dann, wo ich dann rausgegangen bin, habe ich gesehen, dass sie da war, wie jeden Morgen, die wartet ja auf Futter. Ich hatte den Kescher an der Hand und sie ist da zuerst dann weggegangen, als wenn sie etwas gespürt hat. Und als ich dann das Futter gelegt hatte, dann hat sie sich ein bisschen genährt. Und im Moment, wo sie sich genährt hatte, habe ich dann sofort den Kescher auf sie gemacht. Und dann war sie in dem Kescher drin und sie konnte dann auch nicht weg, weil ich ja sowas auf den Boden gehalten habe und auf den Kescher dann richtig gegen den Boden gedrückt habe, bis sie dann ein bisschen müde wurde. Dann habe ich sie am Nacken gepackt und habe sie dann in den Käfig getan. Und nachdem ich sie dann in den Käfig getan habe, habe ich sie dann hier vorne vor den Hof, in meinen Vorhof reingetan, bis ich mich dann fertig gemacht habe. Und dann war sie gute 5 bis 10 Minuten da, da musste sie halt warten. Und dann habe ich gesehen, dass der Luzifer vor dem Käfig stand und seine Mama ganz tief angeschaut hat und auch, wer weiß, ob sie da kommuniziert haben. Die Mama hat ihn angeschaut, vielleicht hat die Mama ihnen was gesagt. Vielleicht wie zum Beispiel, schau, die Menschen fangen mich und ich weiß nicht, wo ich jetzt hingebracht werde und so. Ne? Ich weiß ja auch nicht, wie Tiere miteinander kommunizieren, aber wenn die Mama dann anfängt zu rufen, dann kommen immer gleich die ganzen Kitten und die gehen. Und der Luzifer stand halt sehr lange vor dem Käfig und hat seine Mama angeschaut, bis ich dann rausgegangen bin. Dann ist er, hat sich ein bisschen distanziert, so ungefähr 1 Meter. Ja, und das habe ich dann noch gefilmt gehabt, aber der erste Moment, den hättet ihr sehen sollen, das war wirklich ein sehr, sehr berührender Moment, wo er dann davor stand und seine Mama angeschaut hat, denn seine Mama hat ihn sehr, sehr früh verlassen gehabt, denn sie war ja wieder schwanger, wo sie ihn noch hatte und er war auch mehr so ein Muttersöhnchen damals, der hatte ja viel mit seiner Mama zu tun, er war auch ein Einzelkind und wo sie ihn dann einen Stich gelassen hat, da haben wir ihn dann aufgenommen hier zu Hause und das ist der einzige Kater, der jetzt noch ein bisschen scheu ist, aber der wird auch zutraulicher. Ja, und dann habe ich halt die bunte, scheue Mama weggebracht zum Tierarzt, die wurde komplett durchgecheckt, die wurde auch gechippt auf meinem Namen und kastriert, natürlich mit Gas, dass sie halt die Vollnarkose, dass sie da nicht 24 Stunden dann wie besoffen rumläuft, sagen wir mal so, dass das halt nach 2 Stunden alles wieder in Ordnung ist und dass sie nach ein paar Stunden wieder fressen kann. Ich lasse alle Katzen nur mit Gasnarkose kastrieren, das ist das Beste hier. Ja, und dann wurde sie auch komplett abgecheckt und dann habe ich sie dann um 15.30 Uhr vom Tierarzt wieder abgeholt und hier unten rausgelassen und die ist gleich sofort abgezischt und ist jetzt noch nicht wiedergekommen, aber sie wird sicherlich hier wieder bald auftauchen und wird dann hier jetzt ihr Leben genießen. Also die bunte, scheue Mama hat insgesamt 12 Mal Babys bekommen. Das habe ich heute von Immunitaser erfahren. Das ist ja die ältere Dame, die sich eine Reihe unter mir auch sehr um die Katzen kümmert, schon viele Jahre lang und auch sehr viele Katzen hat. Und ich habe auch einige Katzen, die von mir einfach zu ihr gegangen sind, wie zum Beispiel der Poldi. Oder es gibt auch Katzen, die von ihr zu mir gekommen sind, wie zum Beispiel der Freund oder Katzen in der Vergangenheit. Ne?
Ja, und die hat mir gesagt, dass sie insgesamt 12 Mal Junge bekommen hat. Denn das war ja davor ihre Katze. Die ist erst eigentlich seit letztem Jahr, ist sie ein paar Mal, wo sie Kitten hatte, ist sie hierher gekommen. Die hatte letztes Jahr auch 4 Kitten hier bei mir unten auf dem Balkon. Und die sind alle in der gleichen Zeit gestorben. Das war ungefähr April, Mai. Die sind alle am gleichen Tag gestorben, die Kitten. Und da hat man sich natürlich gedacht, wie das sein kann oder warum das passiert ist, dass die ganzen Kitten gestorben ist. Dann ist mir eingefallen, dass der eine schwarze brutale Kater hier war, der auch den Louis ermordet hatte. Und da bin ich mir dann sicher, dass die nicht von alleine gestorben sind, sondern dass dieser Kater mit diesem allem was zu tun hatte, dass die ganzen Kitten, die zu dieser Zeit letztes Jahr hier waren, dass sie da alle dann von diesem einen schwarzen Kater ermordet waren. Ermordet wurden, meine ich, ne? Genauso wie hier. Der war so frech, dass er hier ins Haus reingekommen ist und hat letztes Jahr hier den Louis erwürgt gehabt. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, dass der halt auch die Kitten von der scheunbunten Mama da unten ermordet hatte letztes Jahr. Und nachdem die Kitten dann weg waren, kamen sie dann mit dem Lucifer. Sie war davor noch mit 2 schwarzen Kitten, die waren aber bei Emine Taser. Dann war sie nochmal mit 2 getigerten Kitten. Dann war sie bei Emine Taser. Die eine ist jetzt hier auch unten und die ist sehr, sehr zahm. Und jetzt eigentlich so richtig mit Lucifer hat sie sich hier unten richtig bei mir eingelebt. Und jetzt auch mit den einen gelben und schwarzen Kitten. Und das war auch jetzt für sie Endstation mit Babys zur Welt bringen. Und ich habe sie, wie gesagt, heute dann gefangen und kastrieren lassen vom Tierarzt und dann soll sie jetzt auch in Ruhe weiterleben, sie soll in Frieden leben, da soll es gut gehen, sie soll einfach ihr Leben genießen, sie soll nicht mehr ständig hier rollig sein und nicht ständig Babys bekommen, die soll halt ihr Leben genießen und wie gesagt, die Emine Thaise hat mir gesagt, dass sie insgesamt 12 Mal Babys bekommen hat und das ist wirklich nicht wenig und sie kann eigentlich noch froh sein, dass sie noch lebt, ne? Ja, dann war ich heute noch mit dem Miramare-Kitten beim Tierarzt und der wurde komplett abgecheckt, der wurde kontrolliert und der Tierarzt meint, dass er in Ordnung ist und der hat einen In- und Außenparasit bekommen, der wurde auch eingesprüht, da wurden auch die Ohren sauber gemacht und er bekommt dann nächste Woche seine erste Impfung. Dem geht es im vollen Umfang ganz gut, drückt ihm die Daumen, dass nichts passiert, bei solchen kleinen Kitten kann halt immer etwas passieren, von daher muss man halt immer auch darauf achten und auch darauf aufpassen, dass hier keiner anderen Katze was passiert. Ich habe zum Beispiel gerade hier so Grünes, da hat jemand hingespuckt von den Katzen, das war so grün und da waren auch Würmer drin. Da war so ein Würmer drin, so ein großer Wurm. Ich habe das Gefühl, dass jemand Giardien hat, aber ich muss herausfinden, wer das ist. Denn wir haben ja 2 Giardien-Fälle gerade beim Tierarzt und das muss man auch natürlich verfolgen und man muss da drauf achten. Ich muss da schauen, wer Durchfall hat oder wer Husten hat oder wer sich übergibt, dass ich das auch gleich in den Griff bekomme und auch gleich zum Tierarzt mitnehme. Ne? Denn ansonsten haben wir hier keine Probleme. Den Katzen geht es allen gut und die neuen Katzen tun sich auch sehr gut. Ich habe jetzt hier auf dem Balkon den einen Kater mit den kranken Augen. Der bekommt von mir 3-mal am Tag Augencreme. Dem geht es ganz gut, der ist ganz flink und wie gesagt, das Miramare-Kitten, dem geht es auch ganz gut. Und ich habe ihn heute auch draußen rausgelassen. Der spielt gerade draußen, aber natürlich, weil ich in der Nähe bin und ich war heute auch, ich habe ihn heute auch mit in den Laden genommen, um auch zu sehen, wie flink der ist, ob er gesund ist, ob es ihm gut geht, weil im Laden habe ich das halt besser im Überblick, weil ich ja kaum hier zu Hause bin. Ja, und dann geht es denn gut und dann habe ich ihn da jetzt rausgelassen und er spielt dann mit den anderen Katzen gerade auf dem Balkon und das Ganze schauen wir uns dann gleich auch nochmal an. Ne? Ja, und die Behandlung vom FIP-Ragerkater ist auch beendet. Der ist heute mit knapp 80 Tagen mit dem FIP-Mittel, mit der Flüssigkeit, was der jeden Tag beim Tierarzt bekommt, ist der jetzt durch und den werde ich morgen auch nach Hause holen. Der wird dann morgen wieder erstmal hier bei mir im Haus freigelassen. Ich will ja, dass der sich hier ans Haus gewöhnt und das Tor ist gerade auch ganz praktisch, da kann er nicht weglaufen.
Und ich hoffe auch, dass der sich hier dann auch gleich gewöhnt. Ja, und der kann jetzt nicht kastriert werden. Der Tierarzt meinte, man muss da mindestens einen Monat warten, weil es besteht halt die Gefahr, dass er daran sterben kann. Deswegen müssen wir einen Monat warten. Ich habe auch zum Tierarzt gesagt, wenn der aus dem Haus entwischt, ich werde ihn wahrscheinlich nicht mehr so einfach wieder fangen können. Ja, und der Tierarzt meinte aber, es ist halt lebensgefährlich für ihn. Deswegen habe ich gesagt, dann müssen wir das jetzt erstmal lassen und ich hoffe, dass der halt sich hier ans Haus gewöhnt und dann auch dann hier bleibt, ne? Ja, und die Katze mit den neurologischen Problemen, die aus Side kam, die halt so einen unpassenden Kopf hat zu ihrem Körper. Da kann der Tierarzt nichts machen. Die hat jetzt auch ein paar Tage das Fipmittel bekommen. Das wirkt bei ihr auch nicht. Also die muss was ganz anderes haben. Die muss wahrscheinlich so geboren sein. Die ist nicht gesund geboren wahrscheinlich. Aber so einem Tier wollen wir natürlich auch ein Leben schenken. Und ich werde sie natürlich nicht wieder irgendwo in Side aussetzen. Ich werde sie auch mit nach Hause holen und ich werde sie hier zu Hause aufnehmen und wir werden das alles verfolgen und ich hoffe natürlich, dass sie hier auch ein ruhiges Leben hat bei so vielen Katzen und dass sie sich hier schnell dran gewöhnen kann. Sie wird dann morgen der neue Kandidat für den Käfig auf dem Balkon, wo sie dann da reinkommt, weil das Miramare-Kitten hat sich ja schon an die Umgebung gewöhnt und dann hoffen wir halt, dass sie, wie gesagt, hier ein tolles Leben dann bei uns auch hat, ne? Also ich finde es schade, dass man ihr nicht weiterhelfen kann, dass keine Medizin bei ihr wirkt. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und sie kann sehen, sie kann essen, sie kann aufs Klo gehen, sie kann alles machen. Bloß sie hat so einen unpassenden Kopf und es sieht auch aus, als wenn sie behindert wäre. Aber sie kann damit leben und sie kann auch und darf auch hier bei mir dann weiterleben. Ne? Ja, und die anderen beiden Kitten vom Nena Hotel aus Kisaraj, die sind auch in Behandlung mit den Augen und das macht auch gute Fortschritte. Ich habe hier heute überall Kurzvideos geteilt gehabt, wo ich war und was ich halt gemacht habe beim Tierarzt. Es sind natürlich sehr, sehr viele Szenen, die hier passieren täglich, was hier mit den Katzen geschieht. Aber von 24 Stunden teile ich dort 7 bis 8 Minuten mit euch. Es ist hier wirklich immer den ganzen Tag viel Hektik. Man ist oft unter Strom, man hat sehr viel zu tun, man muss sich sehr viel konzentrieren, man muss viel Geduld haben bei so vielen Katzen. Und ich versuche auch mein Bestes zu tun, neben dem Ganzen, was ich noch mit meinen Geschäften zu tun habe oder was ich. Ein eigenes Privatleben gibt es bei mir nicht mehr. Entweder bin ich im Laden oder ich bin hier mit den Katzen beschäftigt. Also ich versuche wirklich hier das Beste zu machen, dass es jedem Tier hier gut geht und dass sie auch ein tolles Leben haben, dass sie auch ein tolles Leben haben. Ne? Ja, und das Kitten von Saskia, das macht mir wirklich Probleme. Das macht mir wirklich Sorgen. Entschuldigt, Probleme sage ich. Das Kitten von Saskia macht mir wirklich Sorgen. Das ist so dünn. Der Tierarzt hat es heute auch zugefüttert. Ich habe es auch zugefüttert und ich werde es gleich nochmal zufüttern. Und das muss morgen nochmal zum Tierarzt und das kommt wahrscheinlich morgen wieder. Eine Xylis-Spritze, um das Immunsystem im Allgemeinen zu stärken. Der Tierarzt meinte, es wäre gut, wenn man ihr morgen noch eine macht. Also ich spare dort an nichts bei den Katzen. Ich werde auch alles dafür tun, damit sie gesund wird und damit sie auch groß und erwachsen wird. Aber die macht mir halt ein bisschen Sorgen, weil sie so dünn ist und auch so schwach ist halt im Allgemeinen. Aber ich hoffe, das bekommen wir halt im Griff. So, dann können wir mal hier loslegen. Und wir können mal schauen, was hier alles passiert ist, was hier alles los ist. Wie gewohnt ist hier der Pepper neben mir. Na? Schaut mal hier, der Pepper. Da sieht man die Bounty. Und hier haben wir den Efren. Efren, ich mache mir echt den Gedanken und die Sorgen, dass es dir vielleicht nicht gut geht. Weil du bist so ruhig geworden in den letzten 2, 3 Tagen. Ich glaube, dich nehme ich mal mit zum Abchecken. Die Kleine hier ist hier total flink und gesund. Zeig mal her. Ja, das sieht so aus, als wenn bei ihr alles in Ordnung ist. Die bekommen ja auch schon seit ein paar Tagen das Katowice Gastrofutter, das Nassfutter, hier in die Schalen rein.
Aber die Kitten von Saskia sind ja sowieso sehr einfällig, sehr anfällig. Das war ja auch die Mama. Da sieht man die Petra, wie sie hier liegt. Ach, Stefanie, jetzt kommst du mal von alleine hierher. Schön, dich hier zu sehen, Stefanie. Hast du Durst bekommen? Na, Stefanie? Kasim? Schön, dich zu sehen. Stefanie, da bist du ja. Na, Stefanie ist jetzt auch kastriert, gechippt. Ein bisschen vom Ohr abgeschnitten. Sie hat ihr Halsband. Und sie hält sich die meiste Zeit vorne bei der Straße auf. Der ist ja durst wie eine Bergziege. Hast du wieder. Ach Drache, was ist los mit dir, dass du seit 2 Tagen so hustest? Stefanie, gell, gell, Kasim, gell, gell, komm mal her, komm mal her. Drache, was ist los mit dir? Du hast gestern auch schon so gehustet. Nee, dein Halsband ist dir nicht zu eng. Zeig dich mal. Ja, Bella, du hast doch kein Futter gehabt, ne? Der hat gestern auch so gehustet gehabt. Hier, komm, Bella, komm. So, ist das mal da. Ihr bekommt alle später nochmal was, okay? Ihr habt alle so viel bekommen vorhin. Na, Stefanie. Und eine Katze, die wir hier ins Haus bekommen wollten und ins Haus bekommen haben, das ist eine Katze, die wir auch nicht mehr loswerden, habe ich, glaube ich. Das Enkelkind der Nervensäge, das ist gerade vor die Tür gegangen. Das schläft hier den ganzen Tag, das ist hier immer drin. Ja, Bounty, alles gut, alles gut. Herr Fremd, ich glaube, du hast Durchfall. Ich glaube aber nur. Ja, Herr Fremd, du scheinst richtig Durchfall zu haben. Jetzt habe ich dich erwischt. Ich glaube aber nur, das sieht so aus. Ich nehme mich mal morgen mit zum Tierarzt. Ich sag ja, du gefällst mir nicht. Du bist so ruhig. Jetzt habe ich dich erwischt. Ich nehme dich mal morgen zum Check-up, okay? Mit zum Tierarzt. Und du brauchst hier nicht mein T-Shirt kaputt zu machen, Mini-Pirat. Der Evren ist auch nicht mehr so scheu. Der lässt sich kraulen, der lässt sich fangen. Stefanie, warum schlägst du den Arnor? Ich mache euch mal 2, 3 Packungen Gastrofutter. Gell, 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 gell. Hier, Fren, das ist besonders wichtig für dich. Kriegst mal das Kartoffel Gastrofutter bitte. Das ist halt ganz wichtig, dass die jetzt auch
gerade in solchen Fällen, wenn sie Durchfall haben, das Gastrofutter bekommen. Den Durchfall sollte man nicht unterschätzen bei Katzen. Na, Bunte, da ist doch alles da. Hier, komm, hier ist doch alles da. Hier, was ist das, Bunte? Hm? Was ist das? Hm? Pippa, komm her, komm. So, jetzt habt ihr alle noch mal was bekommen. Wie gesagt, gerade bei solchen Fällen, gerade wenn jemand Durchfall hat, ist das Gastrofutter doch sehr wichtig. Ich meine, die Stefanie frisst das auch. Stefanie, die kennst du doch alle. Warum bist du so böse? Ach, schaut mal, wer da gekommen ist, wer da gehört hat, dass es hier Nassfutter gibt. Das ist ja der Süße mit dem Kram. Ach, Stefanie, warum bist du so aggressiv? Warum bist du so geworden? Das passt hier ja gar nicht, dass hier jemand ist. Stefanie, das passt hier ja gar nicht. Warum? Jetzt weiß ich, warum du weg bist. Das passt ja nicht, dass jemand hier ist. Ich mag dich auch, Stefan. Ich mag dich auch. Willst du weiter toben? Na, immerhin kann die nicht mehr rollig werden. Ja, Evren, warum frisst du das Gastrofutter nicht? Du musst das auch fressen. Stefanie, magst du die Kitten auch nicht mehr? Hm? Warum meckerst du den Schwarzen an? Der hat dir doch nichts getan. Stefanie, warum haust du ihn? Was ist denn los mit dir? Das ist der harmloseste hier im Haus. Ach, der Arme, der kann nicht richtig sehen. Ach, Stefanie, komm mal her, mein Schatz, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, du willst zum Futter, ne? So, dann leg dich mal da hin und friss mal in aller Ruhe. Die alte Hexe Stefanie. Ist raus, okay? Leg dich da hin und friss mal in aller Ruhe. Da kann dir keiner was tun. Die blöde Stefanie hat dich richtig gehauen, ne? Da wusstest du gar nicht, wie du entkommen kannst, ne? Du armer Schatz. Ja, genauso wurde die Prinzessin auch gemobbt, dass die Prinzessin hier von zu Hause weggegangen ist. Der will ja einfach nur fressen, der kleine Schatz. Komm, Arno, hier ist noch Futter, gell? Gell, Oden, gell? Hier ist noch Futter drin, komm. Hey, Stefanie, das ist inakzeptabel, was du da gerade gemacht hast mit dem Kleinen. Dass du ihn da einfach gehauen hast, der Arme. Der kann nicht richtig gucken. Der hat wahrscheinlich aktuell eine Sehkraft laut meinen Einschätzungen bestimmt höchstens 20-30%, wenn überhaupt. Aber der soll ja während der Kastration nochmal operiert werden. Die Hornhaut wird runter operiert und dann wird er wieder besser sehen können. Und da sieht man dort hinten, wie es dem geht. Und hier sieht man den Prinz. Und
Und hier sieht man den Arnor. Sag mal, du mit deinem Schwanz die ganze Zeit, Bounty. Ich bin gespannt, ob die eine Enkeltochter gleich hochgerannt kommt, wenn man ruft. Erstgeborener Heidi. Ne, Emino kommt rein. Emino? Komm rein. Der Emino springt mittlerweile auch übers Tor. Das hat er gestern gelernt. Ach, der Schwarze ist richtig. Wer weiß nicht, wo der hin soll. Seht euch das mal an. Er hat nicht viel Sehkraft. Das merke ich ihn richtig an. Schaut mal, wie vorsichtig der geht. Seht ihr das? Ja, Erstgeborener. Ach, schau mal, der Schwarze, der tut mir ja so leid. Na, Arnor frisst da alles weg, der will da auch gerne hin, der Schwarze. Ja, Mini-Pirat, da bist du gleich da, wenn es gekraut wird, ne? Du bist auch bald mit dem Kastrieren dran. Da sieht man Emino Traumfutter essen. Und schaut euch mal hier die Eltern an. Einmal der Pepper, der Drache und der Pirat. Pss, 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 pss. Evren, du kommst morgen mit zum Tierarzt, okay? Und jetzt geht Arnor. Schau mal, Arnor. Zack. Ach, kleiner Schwarzer. Du hast ja keinen Durchfall. Ich gebe dir mal ein normales Futter. Oder hier, was hier noch drin ist. Hier. So. Das magst du ja. Na, du bist ja so anhänglich geworden, Evren. Was ist los mit dir? So kenne ich dich ja nicht. Dass der so anhänglich geworden ist, der reibt hier die ganze Zeit an meinen Füßen. Ja, Evren, alles gut. Morgen gehen wir dich kontrollieren lassen, okay? Morgen, okay? Und da sieht man den kleinen Schwarzen. Ja, Evren, du bist ja richtig zahm geworden. Du bist ja richtig zahm geworden. So mit deiner Nase. Ja, alles gut. Alles gut. Morgen fahren wir zum Tierarzt, okay? Okay, Evren. Ja, okay. Okay, morgen fahre ich dich zum Tierarzt, Evren. So anhänglich kenne ich dich ja nicht.
komm mal her, geht es dir nicht gut? Geht es dir nicht gut, Efren? Geht es dir nicht gut, hm? Okay, du kleiner Schatz. Ja, du bist aber am Schnurren, Erfchen. Und am Genießen hier gerade. Oh nee, du hast gefehlt. Du hast wirklich gefehlt, ein Auge. Geh weg. Ein Auge klebt wie eine Fliege. Den werde ich gleich gar nicht mehr los. Nee, ein Auge, geh bitte wieder. Wir trösten gerade ein bisschen den Evren. Ja, ein Auge muss ich gleich einmischen. So, Efren. Und da sieht man Eminor, den Schwarzen. Und Saskia ist gerade am Fressen. Da mag ich nicht dorthin zu gehen zu ihr jetzt. Denn sie mag mich gerade nicht wegen der Kastration. Und da ist das dünne Kitten von Saskia, schaut mal. Ja, wenn Saskia fertig gegessen hat, dann gehen wir da raus. Und du machst dich bereit für deine Augencreme, du kleiner Schatz. Und da ist das. Ihre Mare-Kitten. Ah ne, dort ist das schwache Kitten von Saskia. Schaut mal. Saskia, warum haust du ihn? Was hat er dir gemacht? Ich hole mal kurz die Medizin. Und dann gehen wir mal da raus. Saskia hat fertig gegessen. Seht euch mal hier die drei Muskeltiere an. Das ist schon manchmal noch für Tierärzte ein Rätsel, was ein Tier haben könnte. Na, hat dich Saskia schon gehauen? Hat dich Saskia gehauen, du kleiner süßer Schatz? Hm? Das ist hier ein Baby von Saskia. Und das ist das dünnere. Schaut mal, wie klein es ist. Seht ihr das? Es ist schon am Spielen, es ist am Hüpfen, es macht aber. Es ist halt so ein bisschen klein geblieben. Und ich habe vorhin hier sogar, schaut mal, wie dünn es ist. Seht ihr das? Seht euch das mal an. Das macht mir halt Sorgen, dass es so dünn ist. Das Baby von Saskia. Ansonsten, wenn man das Gesicht anschaut, den Mund anschaut, die sieht ganz gesund aus. Aber man kann hier oben die Knochen spüren, richtig. Hier. Hier, Saskia, nimm dein Baby. Du bist ja sauer auf mich wegen der Kastration. Seht euch das mal an, die Afrikanerin und was ist mit dir? Was willst du von meinem Fuß? Hm? Und
Das ist auch so ein prächtiger Kerl geworden, hier der Kleine. Der ist so, ich habe am Anfang immer gedacht, dass der scheu ist, aber nee, der ist richtig zahm. Das ist der, der mir im Live-Video gebracht wurde. Mal das Baby von Saskia, das hintere ist das Schwache. Das spielt richtig, das macht richtig und jetzt legt es sich dahin. Ich fütter es aber zu mit 3-4 Spritzen. Und schaut mal, wie die Mama, so die Tochter. Die versucht auch das Futter zu verbuddeln für schlechte Tage. Nicht wahr, Saskia? Das machst du ja auch. Dort hören Sie mal Saskia. Und weißt du eigentlich, dass du ein richtig kleiner, süßer Schatz bist? Weißt du das eigentlich? Und was ist mit dir eigentlich? Und für die habe ich mir einen schönen Namen ausgesucht. Die wird auch wahrscheinlich dann so heißen. Ja, und das ist hier gerade unsere Ankunftszelle, wenn neue Katzen kommen. Die kommen jetzt erstmal da rein. Was soll ich sonst machen? Wo soll das sonst hin? Ja, und bald werden wir hier die Tür aufmachen. Natürlich, dass erstmal die Kitten von Saskia geimpft werden, bevor sie zu den anderen allen kommen. Die Afrikaner können eigentlich hier schon raus. Eigentlich. Du bist ja auch bald so weit, dass man dich kastrieren kann, ne? Ja, und einer der unauffälligsten ist der Schatz mit den gebrochenen Pfoten. Der hält sich aus allem raus. Die Gelb-Weiße mischt sich überall ein. Die ist überall da, wo ich bin. Ich glaube, das wird einer der anhänglichsten Katzen sein wieder. Hier die Afrikaner. Ja, Saskia, jetzt bist du kastriert, ne? Jetzt hast du ein ruhiges Leben. Miramariketten, willst du in den Käfig rein? Hm? Willst du in den Käfig rein? Aber gut gegessen. Willst du in den Käfig rein? Du hältst hier in der Nähe vom Käfig auf. Nee, du willst spielen.
Ich finde es erstaunlich, wie zahm die hier geworden ist. Die war ja richtig scheu. Und schaut mal, da haben der Getigerte und das Miramare-Kitten sich richtig gefunden. Die haben gestern schon vom Käfig aus miteinander gespielt. Das sind ja beides Kitten, die alleine sind. Seht ihr, wie schön die spielen? Erstgeborener, bald dürft ihr hier alle wieder hin, okay? Sondern bereiten wir mal die zweite Creme vor für den kleinen Schatz und dann sind wir hier auch fertig. Da bekommt ihr zwei verschiedene Creme. In die Augen. Kommst mal her. Dann sind wir auch mit dir fertig. Jetzt hat er seine Medizin. Was jetzt noch gemacht werden muss, ist das kleine Kitten von Saskia zuzufüttern. Saskia, hau das nicht, okay? Der ist in der Nähe von dem Kitten von Saskia und das passt der Saskia nicht. Jetzt kommt die kleinere von Saskias Baby. Das sind aber gute Freunde geworden, seht ihr das? Ach süß, wie der getigerte Hund. Schaut mal, wie süß sie das spielen. Seht ihr das? Saskia, was soll das? Und schon mal dorthin sieht man den Gelben. Der hält sich aus alles raus. Der schaut sich alles an. Aber ist ein sehr unauffälliger. Saskia, der nimmt die Spielzeuge nicht weg. Keine Angst. Schaut mal, das Kitten von Saskia, das Schwache, das läuft da richtig hinterher. Die Kitten verstehen sich, aber Saskia macht Stress. Und komm her, du bekommst einen Strafkuss von mir, du kleines, süßes Baby von Saskia. Mua. So. Ein Zwangskuss, meine ich. Was heißt hier Strafkuss? Manchmal verspreche ich mich nach so einem lang anstrengenden Tag. Kann man sich hin wieder mal versprechen, ne? Ne, Afrikaner, was machst du da? Kitten von Saskia spielen. Seht ihr, die ist zwar dünn, aber die ist schon flink. Der Afrikaner, kommt er wieder raus? Was schaut er mich von da aus so an? Ja, dann sieht man alleine, was hier das Netz gebracht hat. Wir haben heute Mond. Schau mal, wie schön der Mond auf das Meer spiegelt. Aber die Aussicht ist komplett blockiert. Wegen dem Netz für die Tiere, was mir auch natürlich wichtiger ist, dass es den Tieren hier gut geht. Das ist hier die Aufnahmestelle für die Kitten geworden.
dieser Balkon komplett steht für die Tiere da. Und im Balkon noch mal drinne ein extra Käfig. Ja, schaut euch das mal an. Viele hier miteinander spielen. Die Babys. Und Afrikaner. Kommt mal da raus. Ihr müsst da nicht aufs Klo gehen oder so. Lasst mal bitte den Käfig. Das ist für die, die neu dazukommen. Aber Kitten gewöhnen sich ja ganz schnell an die neue Umgebung. Na? Saskia, warum haust du immer die Afrikaner? Warum haust du immer die Kleinen? Schaut mal, wie sich das Miramare Kitten da anfreundet. Mit dem Kitten von Saskia. Ja, und hier leben 3, 4, 5, 6, 7, 8 Katzen sind hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Katzen sind hier. Sorry, 9 Katzen sind hier. Hier, Saskia, du kannst auch mal spielen, ne? Spiel ruhig. Die Afrikaner sind aber so süß. Ja, und es ist immer noch sehr feucht bei uns, hat eine hohe Luftfeuchtigkeit. Daher läuft der Ventilator immer noch auf der ersten Stufe für die Kitten hier. Na, schaut mal, das schwache Kitten, wie das richtig den einen kleinen Miramare-Kitten attackiert hat. Habt ihr das gesehen? Schaut mal, wie süß sie ihn da attackiert. Saskia, lauf doch nicht von mir weg. Ich tue dir doch nichts. Na, das Miramare-Kitten ist ja ein richtiger Wirbelwind. Der kleine süße Schwatz. Dann können wir mal jetzt hier schauen, was die anderen machen. Hier ist hier viel Action. Das ist nicht das schwache Kitten von Saskia, was da frisst. Ich habe da extra Whiskas-Kittenfutter reingetan, weil das ja die Kitten auch gerne mögen. Damit das eine halt auch schnell frisst. Aber nee, anscheinend muss man das wieder zufüttern. So, Kinders, wir gehen da mal ein bisschen raus
Ihr könnt wirklich froh sein, dass ihr hier gelandet seid. Also nicht jetzt denken, das ist hier klein, das ist so. Woanders wärt ihr in viel kleineren Käfigen. Aber bald kommt ihr da raus und ihr werdet hier viel Spaß haben. Nicht wahr, Prinz? Was? Ja, Erstgeborener, ich habe gerade zu tun, okay? Und hier sieht man den ruhigen Evren. Der kommt noch definitiv mit zum Tierarzt. Dann mal die Medizin für morgen früh. Hier erstmal wieder hin. Und hier ist mein Schwarzer. Teddy, na, wie geht's dir? Na, da musst du auch ein bisschen Augencreme bekommen, ne? Herr Enkelkind, was schreist du von da oben? Was machst du da oben? Du bist genau wie deine Oma. Was machst du da auf dem Dach? Komm runter. Komm runter, Enkelkind. Ja, komm, Enkelkind, komm. Na, Lucifer, hast du heute deine Mutter wieder gesehen, ne? Na, Nervensäge. Na, dich werden wir nicht mehr los, ne? Dich werden wir nicht mehr los, ne? Enkelkind. Muss man nur rufen, dann fängst du gleich an zu schreien, du Traktorfahrerin. Kommst du da nicht runter? Ja, der kommt ja bestimmt hier rauf und springt dann runter. Und wer läuft da noch auf dem Dach rum? Und Elif, wo versteckst du dich? Ach, da bist du, Elif. Du bist also auch auf dem Dach, Elif. Was macht ihr alle auf dem Dach? Was gibt es da? Die Schabracke beschwert sich schon wieder beim Präsident, dass er wegen euch nicht schlafen kann auf dem Dach. Teddy, Elif, Enkelkind. Das Enkelkind werden wir nicht mehr los, das sage ich euch. Zuerst wollten wir, dass sie kommt und jetzt werden wir sie nicht mehr los. Die Welt hat sich einfach eingelebt. Songel, spiel mal wieder mit Stefanie. Was ist mit Stefanie los? Erkennen, dass wir hier nur vorne zur Straße, Hira. Hira, du wirst auch die nächsten 10 Tage dann kastriert, denn
Der Stefan ist ja nur 10 Tage älter als du. Also wir, wo ihr neu gekommen wart, hat der Tierarzt gesagt, dass ihr eine Woche jünger seid als Stefanie damals. Ich mache mir echt schon wieder Sorgen um Stefanie. Nicht, dass sie abhaut. Wir haben gesehen, wie sie jeden gehauen hat, wie sie angefangen hat, drum zu zicken. Sie versteckt sich tagsüber hier in diesem Gebüsch. Das haben wir genau hier. Na, Enkelkind, bist du doch mitgekommen, ne? Hör auf zu nerven wie deine Oma. Sieh dich mal an, die ist so süß. Ist schon ein richtig süße Maus, weißt du das, Enkelkind? Torti ist da. Torti. Jetzt kommt der Pitbull. Zum Beispiel ist die Bunte. Ja, schon das. Da ist der Torti, schaut mal. Wir waren gerade ein bisschen draußen und die Katzen sind alle da vorne geblieben wegen den Hunden. Teddy und Hira, die beiden Geschwister. So, ich jetzt rede. Na, Heidi? Teddy und Songle. Komm, Lucifer, wir gehen zurück. Komm. Komm. Komm, wir gehen zurück. Kommt. Es kam gerade der Pitbull und der Hund. Deswegen sind viele gegangen. Ja, komm. Komm, Nervensäge. Komm, Enkelkind. Pss, 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 pss. Komm. Komm. Raus, wo der Pitbull weg ist.
Elif, du verfolgst uns auf den Dächern. So, Elif, jetzt bist du unten. Komm. Gell, Elif? Jetzt kommt das Enkelkind auch angelaufen. Seht ihr das? Die hört ja mehr als Emil, der Mann da ruft. Pss, pss, pss. Ja, ich merke da wirklich, dass die Stefanie unglücklich ist. Die war ja verschwunden. Die hat den Schwarzen gehauen, die hat den Arno gehauen. Ich finde es wirklich traurig. Das sind halt Katzen, die mit der Hand großgezogen worden sind, die halt dann wahrscheinlich alleine sein wollen. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, aber die Aktion hat mir gerade nicht gefallen, ehrlich gesagt, dass sie die gehauen hat. Pss, pss, pss. Na komm, Enkelkind, komm. Enkelkind ist ja eine der ersten, die hier ankommt. Komm, Enkelkind, komm. So, hier vorne ist sie gleich. Schaut mal, das Enkelkind werden wir nicht mehr los. Zack. Und Arno war vorhin wieder hier in diesem Garten. Der war ja vorhin beim Fressen, das haben wir alle gesehen. Und wo ist der jetzt hingegangen? Das weiß ich nicht. Eine Nervensäge. Nervensäge, wir ein bisschen spazieren gehen. Na Bounty, hältst du dich hier auf? Ja? Und wer bist du da? Barriere, bist du das? Ne, du bist Pelle. Du bist Pelle.
Von da oben kommt keiner. Kommt, wir gehen zurück. Kommt. Enkelkind, alles gut, alles gut, alles gut. Du fühlst dich richtig süß. Na, Hera. Emil, was rufst du da? Komm, Enkelchen, komm. Emino, wo kommst du denn her? Na, jetzt kommen die von da hinten. Der Lucifer. Der Efren. Da kommt Kenneth, geht mal rein ins Haus. Und wir gehen da mal schauen. Na, Stiefkind, wie hängst du denn da? Katja? Na, wo ist die Katja hin? Katja! Na, nicht, dass sie abgehauen ist, jetzt, was sie mal gehauen wird, hä? Hat sie aufgegeben, oder was? Ist ja nicht normal, dass die Katja nicht da ist, oder? Das ist ja wirklich nicht normal, dass die Katja nicht da ist. Die wird ja mal gehauen. Und die bunte Mama wird sie mit Sicherheit heute nicht sehen. Die hat ja auch den Schock ihres Lebens. Heute. Und hier merkt man, dass jemand nicht gefressen hat.
was schaust du mich da an, Saskia? Hier ist das so richtig zugewachsen. Ich muss mal hier unten durch krabbeln. Das ist auch ein Kitten von der bunten Mama. Ah, da ist sie ja mit ihrem Baby. Ach, bunte Mama. Traust du dich nicht mehr zu mir? Keine Sorge, komm wieder zurück. Na, da sieht man, dass ein bisschen von deinem Ohr fehlt. Hier von der Seite sieht man, dass du kastriert wurdest. Ja, alles gut, bunte Mama, okay? Alles gut. Siehst du, du hast eine Gasnarkose bekommen. Du wurdest kastriert. Du wurdest komplett abgecheckt. Okay? Du wurdest 12-mal Mama. Du hast 12-mal Kitten zur Welt gebracht. Mein Terminethese. Na Baby, du brauchst dich da nicht zu verstecken. Deine Mama verlässt dich bald. Ja, und die bunte Mama wurde jetzt auch gechippt. Das heißt, somit sind der Poldi, die Elif, Saskia, Stefanie und auch jetzt die bunte Mama gechippt. Alles gut, bunte Mama. Ich mein's auch nur gut für dich. Schau, jetzt wirst du ein ruhiges Leben haben. Jetzt wirst du ein ganz ruhiges Leben haben. Okay? Du kannst froh sein, dass ich dich gefangen habe. Kein anderer hat dich gefangen. Kein anderer hätte dich fangen können. Das glaub mir. Keiner kennt dich mittlerweile so gut wie ich. Keiner konnte dich so gut einschätzen wie ich. Hermine, Taser und Co. versuchen dich ja schon seit 4 Jahren zu fangen. Ihr Baby ist dort hinten. Ja, bunte Mama, dann geh mal da vorne, friss dort. Ist genug Nassfutter für dich, okay? Geh da hin, friss das mit deinem Kitten. Und dein Kitten kannst du bald abgeben. Das nimmt auch gerne die Hermine Taser. Ja,
Die hat ja schon das Gelbe. Und das Schwarz, das nimmt sie auch auf, okay? Und du kannst mal gerne nach vorne kommen und mal deinen Sohn Lucifer besuchen. Der freut sich, dich zu sehen. Ja, und jetzt haben wir eine andere Sorge. Wo ist die Katja hin? Und überall gibt es in der Siedlung Zitronen. Elif, was machst du hier? Ja, ich bin's, Elif, keine Angst. Ich bin's, ja. Na, Nervensäge und Enkelkind. Schau mal, wie schnell Enkel kommt, Kind kommt, wenn ich rufe. Ich meine, der Arno hört so schnell. Und wo ist der Arno schon wieder? Ich habe ihn jetzt zu lange draußen toben lassen. Jetzt muss ich das Tor wahrscheinlich wieder aufmachen. Ich meine, auflassen. Wenn er nicht im Haus ist, weil ich ihn mit Sicherheit nicht finden werde, den kleinen Rabauken. Vom Tor raus kommen ja zurzeit nur noch Lucifer und Arno nicht raus. Emino kommt auch raus. Mittlerweile. Na, Bounty. Petra, wo ist die Katja hin? Hm? Petra schläft hier tief und fest. Alles gut hier bei euch. Warum frisst du nicht von alleine? Warum frisst du erst, wenn man dich zufüttert? Hm? Warum?
Der Tierarzt meint heute zu mir mindestens 3 Spritzen. Das wird die 4. Zufütterung insgesamt. Ich weiß ja nicht, ob sie selber auch frisst. Und der Tierarzt meint, sie nimmt ja das Futter auf. Die frisst ja schon, und wenn es ihr einen Mund gibt, dann frisst sie ja. Nein. Nicht weglaufen. Und wenn man sie jetzt füttert, man merkt so richtig, dass der Bauch gleich auf einmal ein bisschen dicker wird. Kommst du noch? So. Vom Hund haben wir auch jetzt das Kitten gefüttert. Ich habe mal 4 Katzen jetzt hier reingekommen sind ins Haus. Zunimmt und nicht so knapp und dünn ist. Das ist derzeit sehr dünn. Und öffnen. Macht einen kranken Eindruck, aber der frisst gut. Und morgen kommt dann, schau mal, das putzt sich auch gerade, das Kitten von Saskia, seht ihr das? Da unten. Das heißt, das hat ihr geschmeckt. Was ist Saskia? Schau mal, dein Kitten putzt sich ja. Das heißt, das hat ihr geschmeckt. Seht ihr das? Sie kann halt nicht von alleine fressen zurzeit. Das stimmt etwas nicht. Da ist etwas sehr komisch dran. Aber schau mal, jetzt nach dem Futter putzt er sich da drin. Jetzt, wenn er eine Zeit lang nichts gegessen hat, seht ihr das? Wenn sie sich putzt vor Freude. Ja, Saskia, bald kommst du hier raus, okay?
Das Zufüttern ist da jetzt sehr, sehr wichtig. Schau mal, das putzt sich richtig gut. Das freut mich gerade, das zu sehen. Also muss man sich schon mit Katzen mittlerweile auskennen. Mit Kitten, damit man drauf kommt, dass es nicht richtig satt wird. Schaut mal, wie es sich putzt. Saskia, bald. Ich verspreche es dir. Bald, okay? Bald kommt ihr hier raus, okay? Ja, und der Emino ist jetzt auch drin. Der Emino trinkt Milch. Und hier ist einmal der Schwarze. Ja, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Wir haben ganz, ganz viele Katzen von uns gesehen. Die Katja ist sicherlich Strohmann. Ich bin mir sicher, dass die Katja wieder zurückkommt. Ich würde wirklich gern wissen, wo die Abby ist. Die Abby ist seit Tagen nicht mehr da. Das war eine, die niemals aus dem Haus rausgeht. Ich weiß echt nicht, wo sie ist. Aber wir sehen ja, dass Katzen auch von alleine weggehen. Schau mal, wo wir dreimal dieses Jahr den Speedy gefunden haben. Oder wo wir die Stefanie gefunden haben. Irgendwo ist auch für die Katzen irgendwann mal Schluss bei so vielen Katzen. Schaut mal, Emino und Teddy streiten sich auch gerade. Und wir haben die bunte Mama gesehen, alle. Die ist jetzt kastriert und gechippt. Stefanie, Saskia. In 2 Tagen haben wir 3 kastriert. Nächste Woche sind dann Mini-Pirat dran. Und die Hira. Und dann nächsten Monat wahrscheinlich die Männchen, wenn sie dann groß genug sind. Auf jeden Fall wird das alles Schritt für Schritt gemacht, ne? Ich danke euch dann alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.